Entschuldigen Sie, wenn ich gleich zu Beginn eine üble, aber nicht erfundene Entgleisung zitiere. In einem der beliebtesten arabischen Fernsehsender, geschätzte Zuschauerzahl 10 Millionen, wurde in einer Ratesendung folgende Quizfrage gestellt. Ein Jude ist erstens eine Kakerlake, zweitens ein Schwein, drittens eine Schlange. Und heute rief Irans größte Zeitung zu einem Karikaturenwettbewerb über den Holocaust auf. Für die Besten gibt's dann Goldstücke. Seit Tagen demonstrieren und randalieren erregte Moslems gegen ein paar dämlich-dänische Karikaturen. Der Zorn über den Westen lodert. Mit welchem Respekt aber geht die islamische Welt mit anderen um, beispielsweise mit Israel und den Juden? Wir haben uns einmal angesehen, was in der arabischen Welt alles gedruckt und gesendet wird und auch bei uns empfangbar ist. Ging es danach, müssten wir alle täglich protestieren. Christian Esser und Herbert Klar über weltweite Kampfkommunikation. Ein Kinderprogramm des saudi-arabischen Senders Iqra. Die Moderatorin befragte ein kleines Mädchen. Wie heißt du? Basmala. Wie alt bist du, Basmala? 3,5 Jahre. Bist du Muslimin? Ja. Basmala, kennst du Juden? Ja. Magst du sie? Nein. Warum nicht? Darum. Weil sie was sind? Die sind Affen und Schweine. Am Ende preist die Moderatorin Allah für dieses Kind. Ein Vorbild für die muslimische Jugend. Das Middle East Media Research Institute, kurz MEMRI, in Berlin. Die Mitarbeiter beobachten seit Jahren arabische Medien. Hass und Hetze gehören zum Repertoire, sagen sie, tagtäglich ausgestrahlt und empfangbar, auch in Deutschland. Ein anderer arabischer Sender, ein anderes Kinderprogramm, der gleiche Zweck. Auch bei Al-Manar werden die Kleinen gegen Juden aufgewiegelt. Wir sehen hier ein Video des islamistischen Senders Al-Manar. Das ist der Sender der Hisbollah im Libanon. Und die Geschichte, die erzählt wird, ist eine koranische Geschichte, wo es darum geht, dass die Juden dem Propheten Mohammed nicht gehorsam gewesen sind und Gott sie dafür in Affen und Schweine verwandelt hat. Das ist die islamistische Version einer koranischen Geschichte, die hier instrumentalisiert wird, um die Menschen gegen Juden und Israel aufzubringen. Ein arabisches Café in Berlin. Rund um die Uhr läuft hier arabisches Fernsehen. Mehr als 100 Sender sind in Deutschland zu empfangen. Al-Manar kennen hier alle. Diese Jugendlichen lehnen solche Propagandaprogramme zwar ab, sie berichten aber von ganz anderen Zuschauerreaktionen. Ich saß jetzt mal in einem Café, da haben die sich Videos angeguckt, wie dort gefoltert wurden und so. Und die fanden es irgendwie voll geil, die Araber, dass die Juden da umgebracht werden. Das fanden sie irgendwie krass und so, die freuen sich darüber halt. Freude über solche Bilder? Diese Doku-Soap befasst sich angeblich mit der Geschichte des Judentums. Der libanesische Satellitenkanal Al-Manar erreicht täglich mehr als 10 Millionen Zuschauer. Angeblich einer der 5 beliebtesten arabischen Sender. Zur besten Sendezeit laufen diese Bilder. Juden als brutale Ritualmörder. Ein Christenkind wird grausam ermordet, geschächtet. Das Blut des Kindes soll zum Brotbacken verwendet werden, heißt es hier. Die Bilder sind kaum auszuhalten in ihrer Brutalität, in ihrer extremen Form. Das ist das auch mir bekannteste, also das mir bekannte brutalste Beispiel der Darstellung von Juden in Geschichte und Gegenwart. Das Programm von Al-Manar darf zwar nicht mehr von europäischen Satelliten ausgestrahlt werden, aber es ist leicht, die Satellitenschüssel auf arabische Quellen umzuschwenken. So kommen Hass und Hetze gut an, auch in Deutschland. Al-Manar ist auch ein sehr guter Sender. Würde ich sagen, dass sie meistens Koran oder sowas hören lassen. Also was von gewalttätig, sowas höre ich nicht. Also normale Nachrichten sehen wir, wie immer. Auch ab deutscher oder türkischer oder arabischer Sender. Alle gleiche, finde ich. Die Propaganda der Sender zeigt Wirkung. Für eine Studie der Alice-Salomon-Fachhochschule in Berlin wurden 100 Muslime zwischen 9 und 14 Jahren befragt. Das Ergebnis? Antisemitismus ist schon in den Köpfen der Kinder fest verankert. Zitat: Hitler gefällt mir. Tja, der hat's damals mal richtig gemacht.
Hätte er alle vergast, hätten wir das Problem nicht. Die Rixdorfer Grundschule in Berlin-Neukölln. 82% der Schüler kommen aus Migrantenfamilien. Die Lehrer hier sind überzeugt, die islamistischen Sender haben großen Einfluss. Einen schwerwiegenden Vorfall war im letzten Schuljahr. Dort hat ein Schüler der 6. Klasse in einem Aufsatz geschrieben, man sollte alle Juden in das Meer treiben und dieses Land den Palästinensern wieder zurückgeben. Das war natürlich sehr heftig. Der Schüler war nicht einsichtig, der Vater war auch nicht einsichtig. Und auch auf meinen Einwand hin ist es nicht so, dass alle Menschen wie Menschen behandelt werden sollen. Daraufhin habe ich die Antwort bekommen, alle ja, nur nicht die Juden. Ein Film aus dem iranischen Kinderfernsehen, von einem Staatssender ausgestrahlt. Israelische Soldaten als sadistische Killer. Und ein junger palästinensischer Selbstmordattentäter, der in den Tod springt. Held, Märtyrer und Vorbild für muslimische Kinder. Solche Filme werden in verschiedenen Sprachen gesendet, in Russisch, Arabisch, Hebräisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Türkisch, Chinesisch, Kurdisch, Italienisch, Japanisch sogar und Indonesisch, also überall dort, wo es auch Muslime gibt. Das Ziel ist eines solchen Films, die Revolution zu exportieren, die Idee auch des islamistischen Terrors als eine im Grunde genommen legitime Widerstandsidee zu verkaufen. Und auch mit Karikaturen wird in den iranischen Zeitungen Stimmung gemacht gegen Juden und den Westen. Was hier Soldaten säugt, ist ein Jude als Ratte dargestellt. Antijüdische, antiisraelische Propaganda, auch in Form von Karikaturen, sind seit 27 Jahren gang und gäbe im Iran. Und darüber hat sich bisher zumindest niemand irgendwie beschwert oder deswegen aufgeregt. Auch in den islamischen Medien gibt es Journalisten, die die Gewalt kritisieren. Doch die finden kaum Gehör, während die Hasssender mit staatlicher Hilfe ungestört weitersenden. Gegen solche Veröffentlichungen gibt es in der islamischen Welt keinen öffentlichen Widerstand. Wer Respekt verlangt, sollte ihn zollen.